Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Seid mir gegrüßt, Black Ops 2 Herrschaft Hardcore. Ich mit Schalldämpfer, der größte Fehler meines Lebens, weil irgendwie wollen die Leute dann erst recht nicht sterben. Am Ende des Ganzen werdet ihr nochmal sehen, dass ich da richtig Probleme habe mit Abschießen. Aber ich habe heute ein paar ganz andere Themen und zwar fangen wir mal damit an. Ich habe den Dönerverkäufer meines Vertrauens mit dem gequatscht und habe den gefragt, Mensch, hier hat man ja ganz viel Platz und überdacht ist es zusätzlich noch. Da habe ich mir überlegt, warum machen wir nicht mal hier so Döner essen? Das wäre aber an sich so alleine schon mal langweilig. Von daher habe ich mir überlegt, Mensch, was könnte man denn da so Interessantes gestalten, um das spannend zu machen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, wir machen ein Döner-Wettessen. Bedeutet nichts anderes. Die bereiten Döner vor, machen die Döner auch, versuchen sie ein bisschen günstiger zu machen. Die müssen es halt nochmal untereinander, irgendwie die beiden Chefs da miteinander abklären. Ja, und dann bauen wir da so ein bisschen Bühne sozusagen auf und so, dass dann immer 10 Leute vorne sind. Und man bekommt dann also einfach einen ganz normal originalen Döner, also wo alle das gleiche sind sozusagen drauf haben, bis auf die Soßen, die sind dann halt anders, wie ihr das wollt. Und dann müssen dann immer 10 Leute, die sind dann vorne, die mampfen dann ihren Döner und derjenige, der am schnellsten fertig ist, Mund auf hat und der leer ist, der ist dann eine Runde weiter. Angenommen, es kämen tatsächlich 100 Leute. Dann hätten wir 10 mal 10 Finalisten, also von 10, jeweils 10 Finalisten. Und die würden dann auch nochmal antreten und der Erste, der fertig ist, dann von diesen 10 wiederum, der hat natürlich dann gewonnen. Müssen wir mal gucken, ob es einen ersten, zweiten und dritten Platz gibt. Jo, der gewinnt dann halt dementsprechend auch eine Kleinigkeit. Müssen wir mal schauen, was wir da so alles an Preisen so heranwinken können. Jo, und ich habe mich einfach mal dafür interessiert, was haltet ihr davon? Ja, deswegen wäre es mal ganz nett, A zu schreiben, würdet ihr kommen? Und B, ist das eine interessante Geschichte, weil vielleicht könnte man das ja auch mal in einer anderen Stadt machen. Das wäre ja auch toll. Also wenn jetzt das Ding richtig getötet hätte, ne, da wären sie alle 4 platt gewesen. Definitiv. Aber wenn du da erst noch 25.000 Jahre drauf rumschießen musst und die den Blei schlucken wie andere Popcorn, dann geht es nicht, ne? Deswegen werde ich wahrscheinlich gleich mal, die Waffe nochmal wechseln und das Ganze dann ohne Schalldämpfer probieren und dann funktioniert das Ganze auch besser. Seht ihr? So, zweites Thema. Und zwar habe ich angefangen, Star Trek zu Let's Playen. Nicht das Online, nein, sondern das Spiel zum Film. Es gibt da jetzt ein Spiel, was sozusagen auf den neuen Film sich beruft. Das kann man Koop zocken. Und ich will mal gucken, ob ich einen Steve Pitty nicht irgendwie zwingen kann, dass er mit mir das Ding im Koop-Modus spielt. Wenn man alleine spielt, dann ist dann... Also man hat einmal die Möglichkeit, den Spock zu spielen und einmal die Möglichkeit, den Kirk zu spielen. Und einer von den beiden ist dann halt ein Bot. Ja, also deswegen. Das wäre schön, wenn das dann der Steve Pitty noch mitmachen würde, wenn der das zeitlich nicht schaffen sollte oder das Spiel einfach absolut nicht abhaben kann, dann werde ich mir eventuell einen von euch schnappen. Ja? Wer sich bei Star Trek am besten auskennt. Genau. Da werden wir dann halt so ein Ding machen, dass wir im Teamspeak, wo ich ja jetzt übrigens, guckt da unten in der Videobeschreibung, neue Adresse, denn das Teamspeak wurde mir jetzt auch zur Verfügung gestellt, freundlicherweise vom Alex. Und da können tatsächlich 520 oder 25 Leute oder sowas können rein. Das ist eine coole Sache, weil wenn wir dann irgendwas starten, dann haben wir wirklich massig Platz. Und das Teamspeak hält das auch aus. Wir haben das jetzt schon mal getestet und da hatte ich so ein Gewinnspiel gemacht. Feine Geschichte. Genau, da werden wir dann, wenn der Steve jetzt das wirklich keine Lust oder keine Zeit oder sowas hat, dann werde ich mir einen von euch da raus schnappen und da werden wir mal dann einen am Mittag irgendwie so Frage- und Antwort-Spielchen irgendwie, wer es dann weiß, der schreibt es und dann werden wir da irgendwie so ein, ja, sozusagen ein Gewinnspiel, wer mit mir denn ein ganzes Spiel Koop Let's Playen darf.
Aber wie gesagt, ich möchte erstmal gucken, ob der Steve Pitti das nicht machen möchte. So, nächstes Thema. Ich bin eigentlich schon gerade auf dem Sprung. Und zwar werde ich das Spielemuseum in Berlin besuchen. Denn da ist heute noch ein Event von den Games-Tagen. Das Ganze nennt sich Speed Gamer. Also Leute, die so ein Spiel so schnell wie möglich durchzocken, ohne jetzt Cheat und Hacks, aber sie dürfen Bugs und Glitches und so weiter, dürfen die benutzen. Da gibt es, glaube ich, einen, der hat in 4 Minuten Zelda durchgespielt oder Final Fantasy oder irgend sowas, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Aber sowas gibt es tatsächlich und das ist auch anscheinend im Ausland recht berühmt, recht bekannt. Es gibt da wohl auch einige YouTuber, die das machen und sehr erfolgreich damit sind. Deswegen werde ich da mal hingehen mit einer Kamera, werde das Ganze mal filmen und mal schauen, was das tatsächlich ist. Und vielleicht hat ja einer von euch irgendwie Bock auf sowas und dann hat er ein paar Ideen. Oder zumindest schon mal so einen Ansatz, ja, wie die anderen das halt machen. Och, ich hasse es, wenn meine Waffe nicht... Also der eine hätte doch jetzt mindestens sterben müssen, oder? Gebt mir doch mal recht, Leute. Habt doch mal ein bisschen Mitleid mit mir. Da gibt man sich so eine Mühe, ne? Und schießt und schießt und schießt und keiner will sterben. Ja. Dann finde ich es ganz schlimm, dass die Leute immer nur irgendwo in der Ecke stehen und warten, bis dann irgendeiner ins Visier rinkommt. Finde ich ganz eklig, ne? Wirklich, finde ich ganz, ganz eklig. Aber deswegen haben wir ja auch gewonnen, ne? Weil zu Recht und so. Siehst du? Da stehen schon 3 Leute und warten auf dich. Du weißt gar nicht, wo du als erstes hinschießen sollst. Schlimm, oder? Ja, aber nur die Pro-Gamer im Endeffekt sind auch die, die dann oben stehen, auch ein paar Tode mehr haben. Denn nur mit wenigen Toden bist du nicht gut. Nein! Siehst du? Der konnte nur auf den Kopf treffen. Der hätte sterben müssen. Sei echt ernsthaft jetzt. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Ich könnte schon wieder durchdrehen. Nein, Spaß beiseite. So, von daher fange ich denn jetzt mal an und mache mich fertig. Wenn ich wiederkomme, werde ich das entweder für morgen fertig schneiden oder wenn noch genug Zeit ist, vielleicht für heute Abend. Und heute Abend werden wir natürlich noch ein bisschen Gas geben und mal gucken, ob wir dann mit euch noch irgendwie eine schöne, nette Runde machen können. Schauen wir mal, was das dann wird. So, als letztes Thema. Ich habe meinen Stuhl fertig. Meinen Rennsitz. Ich habe ihn fertig. Und ich sage euch von wegen, das ist einfacher mit dem zu fahren. Oh nein. Das ist extrem schwieriger. Wirklich. Das Lenkrad, das hat so eine Bullenkraft, ja. Also wenn du nur so ein bisschen von der Straße abkommst oder sonst irgendwas, über so einen Curb fährst, der registriert es sofort, ja. Und dementsprechend reißt der an dem Lenkrad rum. Das Ding hat einen 600 Watt Motor. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding hat richtig Bums. Da bin ich mal gespannt, wenn der Steve Pitti kommt. Der wird wahrscheinlich von dem Lenkrad dann durch den ganzen Sitz gedreht. Wie so ein Quirl. Ja, ich werde mir auch ab und zu mal ein, zwei Leute denn einladen, die mit mir hier zusammen dann Rennen fahren, was wir natürlich dann auch aufnehmen werden. Das wird richtig Spaß machen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das Ding eingestellt habe. Ich werde auch ein Tutorial dazu machen, wie man so einen Sitz aufbaut, etc. Oder auch zu dem Lenkrad. Denn es ist gar nicht so einfach, dieses Lenkrad tatsächlich für einen PC zum Laufen zu bekommen. So dass du wirklich alle Spiele damit spielen kannst. Und das, wie heißt es nochmal, Force Feedback oder wie das auch immer heißt, dass das Lenkrad tatsächlich dann auch die ganzen Bewegungen macht oder vibriert und Kram und Trü. Da muss man halt einen ganz besonderen Patch für haben und nun funktioniert das auch mit der Mudi. Ja, davon werde ich natürlich auch Let's Play bringen, deswegen habe ich mir das ganze Ding ja geholt, so mit Kamera aufnehmen und so weiter. Da habe ich richtig Bock, echt ernsthaft, da habe ich richtig Bock drauf und ich möchte mich mal bei euch bedanken, denn ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, ich hätte nie gedacht, dass euch das interessiert, wenn ich irgendwelche Rennen fahre. Damit bin ich ja eigentlich in dem Sinne als Gamer groß geworden und habe als Gamer damit angefangen. Wir sind am Ende des Gameplays, des Commentaries. Ich bedanke mich. Haut's drin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir uns kurz noch die Abschusskamera. Gibt es keine, aber zumindest das Ergebnis. 36:19 und ja.
noch mindestens 1000 Kills mehr gehabt, wenn es dann tatsächlich geklappt hätte mit dem Töten. Tschüss! Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt, Gaming Comedy, wie ich es mag. Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt. Oder suchen und verstecken Battlefield 3. Ein bisschen COD, dann sind wir alle bereit. Pink Panther sagt, Pink Panther fragt.